Die Zeiten, in denen ich nur die Frau an deiner Seite war, sind vorbei, Bella. Ich habe mein eigenes Leben. Und das werde ich nicht wieder aufgeben. Das heißt also, du willst definitiv zurück nach Afrika? Nicht für immer, natürlich. Aber ich will meine Stiftung endlich an den Start bringen. Meine Gefühle für Joshua sind doch stärker, als ich dachte. Es tut mir leid, ich kann dich nicht heiraten. Der Pachtvertrag für die Bar? Ja. Und ich muss nur noch unterschreiben. Moment. Du steckst mit deinem Vater unter einer Decke? Nein! Ihr wolltet die ganze Zeit verhindern, dass ich Vera heirate? Das stimmt nicht! Du bist schuld, dass sie Vera verlassen hat! Du! From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Du sowas sagen? Du hast Vera gegen mich aufgehetzt. Das stimmt nicht. Ich habe versucht, mich da rauszuhalten. So? Was hast du ihr denn erzählt? Dass ich ein armer Bauer bin und dass ich keinen Diamanten habe oder was? Nein, nichts dergleichen. Nur, dass sie auf ihr Herz hören soll. Also doch. Nein! Sie hat selber entschieden. Sie liebt ihn noch. Ja, aber warum? Johann, ich glaube, für seine Gefühle kann keiner was. Und so wärt ihr nicht glücklich geworden. Das muss ich mir von dir anhören. Samia, du warst immer wie eine Tochter für mich. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Du hast mich ausgenutzt. Vera und du, ihr habt mich beide ausgenutzt. Johann! Geh jetzt! Ich will, dass du mir jetzt zuhörst. Raus! Das hier sind die Einnahmen und Ausgaben, die den Golfplatz betreffen. Und die Erträge finden Sie dann hier hinten in der Zusammenstellung. Vera, wir machen später weiter. Solltest du jetzt nicht vor dem Traualtar stehen? Ich konnte nicht. Ich konnte komm, einfach komm. Nicht. Wir gehen in mein Zimmer. Dann erzählst du mir in Ruhe, was passiert ist. Der Chauffeur ist wieder da. Also, tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt kann's losgehen. Oh oh. Hast du Muffensausen? Das ist völlig normal. Wo ist Vera? Wollen wir? Weg. Ist sie schon vorausgegangen? Es ist aus. Es ist was? Aus? Sie hat mich verlassen. Warum? Warum wohl? Ihr Ex-Mann? Entschuldige. Nein, hey, das ist völlig in Ordnung. Warum macht sie das? Ich weiß es nicht, das hätte ich nicht von ihr gedacht. Erst lässt sie sich von ihm scheiden und jetzt rennt sie ihm hinterher. Dieser Obote. Der ist wie die Pest. Wenn ich den in die Finger kriege.
Das war wirklich überflüssig, den Vertrag jetzt nochmal zu lesen. Ist doch alles in Ordnung, oder? Hm. Nicht gerade mieterfreundlich, zum Beispiel hier. Die Kündigungsfristen. Wieso? Die sind doch gesetzlich festgelegt. Warum willst du dir ausgerechnet von dem Vater helfen lassen? Weil er mein Vater ist. Ja, aber du warst die ganze Zeit gegen ihn und auf einmal machst du auch Familienbande. Was soll denn das jetzt? Du wolltest doch immer, dass wir uns wieder besser verstehen. Verstehen, ja, aber deswegen musst du dir nicht gleich Geld von ihm leihen. Außerdem, woher hat er überhaupt das Geld? Ich dachte, er war mal bankrott. Ja, keine Ahnung. Habe ich mich auch gefragt, aber soll ich deswegen Nein sagen? Du hast nicht nachgefragt. Mensch, Victoria, vielleicht ist es ein Notgroschen. Den er jetzt ausgerechnet für dich opfert, hm? Ja. Vielleicht, um wieder gut zu machen, dass er damals nie für mich da war. Simon, nach all dem, was du mir über deinen Vater erzählt hast, wäre ich an deiner Stelle nicht so naiv. Hm? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht, warum du da so drauf rumreitest. Ich mach mir Sorgen. Um was geht's hier eigentlich? Hm? Um meinen Vater? Oder um die Bar? Ich will einfach nur nicht, dass du irgendwas machst, was du hinterher bereust. Ja, ich hab's gewusst. Das ist nur ein neuer Versuch, mir die Bar auszureden. Was ist, wenn du eine Bauchlandung hinlegst? Das wäre nicht das erste Mal. Ja, verdammt, das wäre nicht das erste Mal. Das mit Australien war aber einfach Pech. Die Schulden zahlst du immer noch ab, vergiss das nicht. Du mach dir keine Sorgen, ich vergesse das nicht. Das habe ich alles wunderbar auf dem Schirm. Genau wie die Risiken mit der Bar. Okay, beruhig dich, Simon. Gut. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem noch mal über den Vertrag gucken. Nein, da bin ich jemand anderen für. Jemand, der mich nicht für einen Versager hält. Das nicht verdient. Ich wollte das nicht. Doch, du wolltest es. Nein. Natürlich wolltest du ihn nicht verletzen. Das meine ich nicht. Aber du wolltest zu mir, weil du wusstest, dass es richtig ist. Hab keine Angst, Vera. Es war gut so. Wir werden glücklich sein. Wenn ich das nicht wüsste, wäre ich nicht hier. Oh, Vera. Und ich kann das noch nicht. Bitte gib mir Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Johann war so glücklich. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich sehe immer sein Gesicht vor mir, als ich ihm das gesagt habe. Es wird alles gut, glaub mir. Ich muss allein sein. Du kannst gerne hier bleiben. Ich mache einen Spaziergang oder so. Nein, nein, das ist lieb von dir. Es geht nicht. Ja. Die Hochzeit platzt? Ja, sieht ganz so aus. Das macht die Sache für uns nicht unbedingt einfacher. Wieso? Weil die in der nächsten Zeit nicht von der Seite ihres Ex-Mannes weichen wird. Ja, das ist doch gut für uns. Er ist abgelenkt und wir können zuschlagen. Wie denn? Statt einem hat der Diamant jetzt zwei Bewacher. Ja. Abwarten. Hast du die Rinderfilets aus der Kühlung geholt? Nee. Mal los, oder meinst du, die kommen alleine hierher? Millionen gehören uns. Was ist das? Wonach sieht's denn aus? 10 Milliliter von irgendetwas. Was nicht nachzuweisen ist. Gift? Ach, nicht tödlich. Nur sehr betäubt. Unser guter Herr Obote lässt sich jeden Abend einen Schlummertrunk aufs Hotelzimmer bringen. Chateau de Crissange. Dekantiert. Ja, also offen. Und was ist mit ihr? Wenn sie bei ihm übernachtet, wird sie sicherlich einen Schluck trinken. Ja, und vielleicht will sie nicht. Gefällst du dir als Bedenkenträgerin? Ich versuche nur, die Situation realistisch einzuschätzen. Ich ziehe das Ding diese Nacht durch. Bist du dabei?
Nein. Mama? Vera ist nicht hier. Weißt du, wo sie ist? Nein, sie wollte allein sein. Was machst du da? Ich mache nur ein bisschen Platz für ihre Sachen. Zieht sie etwa hier ein? Wenn sie möchte. Warum siehst du mich so an? Ich... Meinst du nicht, dass das ein bisschen früh ist? Ich habe so lange auf sie gewartet. Trotzdem, sie kann doch jetzt nicht alles überstürzen. Ich glaube, der Zeitplan geht nur Vera und mich etwas an. Falsch gedacht. Da hängt doch jemand Drittes dran. Du? Nein, Johann. Wie soll er denn damit umgehen, dass sie hier einzieht? Ein paar Stunden, nachdem sie die Hochzeit platzen lässt. Früher oder später wird er sich mit dem Gedanken anfreunden müssen. Wartet doch wenigstens, bis er den ersten Schock überwunden hat. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf keiner. Ich will nur nicht, dass Johann noch mehr leidet. Johann! Wer ist dir eigentlich wichtiger? Er oder ich? Das ist ja genauso wie letztens, als du mich gefragt hast, ob du abreisen oder bleiben sollst. Ich wollte nur deine Meinung hören. Nein, du wolltest, dass ich mich gegen Mama stelle. Ist das okay? Ist das ein guter Vater? Und als gute Tochter wechselt man nicht den Namen und wird das Kind eines anderen. Doch, wenn der eigene Vater einem keine andere Wahl lässt. Dich gewartet. Weißt du, dass du wieder bezaubernd aussiehst? Willst du mir etwas Bestimmtes sagen? Allerdings. Aha. Und da musst du mich erst milde stimmen. Glaube nicht. Gibst du mir bitte ein Croissant? Raus mit der Sprache. Ich habe Frau Marquardt zu Joshua Bote geschickt, damit sie mit ihm die Bilanzen durchgeht. Woher dieser plötzliche Sinneswandel? Nur ja, wenn du an ihn verkaufen möchtest, dann muss er doch wissen, was die Zahlen bedeuten. Danke, Werner. Ich meine es ernst mit dir. Und ich möchte, dass du das weißt. Nein, ich möchte, dass du es auch siehst. Das tue ich. Hast du heute schon etwas vor? Ich fahre gleich nach München. Oh, ich hatte gehofft, dich zu einem kleinen Ausflug in die Berge überreden zu können. Ich treffe einen Vertreter einer anderen Hilfsorganisation. Wir wollen zusammenarbeiten in Uganda. Ich bewundere dein Engagement und die Kraft, die du dafür aufwendest. Trotzdem finde ich es schade, dass du weg musst. Dann treffe ich noch eine Bekannte, aber heute Abend bin ich auf jeden Fall zurück. Schön. Vera, ich habe dich schon überall gesucht. Ich war sogar schon zu Hause. Wir haben erst vorm Rathaus auf dich gewartet, der Alfons und ich und die anderen auch. Es tut mir so leid. Ich habe mir Sorgen gemacht. Dann habe ich einen Johann angerufen und Felix hat mir dann erzählt, was passiert ist. Ich hätte längst wissen müssen, dass ich Joshua noch liebe. Es macht dir ja gar keinen Vorwurf. Mir ist schon lange klar, dass du in einer schwierigen Situation bist. Aber ich habe mich doch für Johann entschieden. Ja, aber du hattest deine Zweifel und du hast sie auch immer geäußert. Und ich habe es dir auch neulich angesehen. Als ich dich gefragt habe, ob du meine Trauzeugin sein willst. Ja. Gestern hat mich Joshua um einen Abschiedstanz gebeten und da... Hast du gemerkt, wo du hingehörst, hm? Das ist ja auch gar nicht schlimm. Stell dir mal vor, du hättest es nach der Hochzeit gemerkt.
Er bekommt Geld von seinem Vater? Anscheinend. Und ich möchte nicht wissen, wo es herkommt. Wie meinst du das? Naja, eigentlich hat er kein Geld, aber auf einmal doch. Willst du damit andeuten, das Geld ist nicht sauber? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ein mieses Gefühl habe bei der ganzen Sache. Ach komm. Du bist doch nur gegen die Idee mit der Bar, sonst nichts. Und ich habe darauf verzichtet, weil du es so wolltest. Moment. Ich habe dich gebeten, mir zu helfen. Jedenfalls macht er sie jetzt alleine und ich bin nicht dabei. Und unsere Freundschaft ist ruiniert. Super. Vielleicht kannst du ja doch wieder mit einsteigen. Was? Ja. Simon würde sich bestimmt darüber freuen, wenn du es dir anders überlegst. Victoria, ich bin nicht eine deiner Schachfiguren, die du so rumschieben kannst, wie es dir gerade passt. Aber wenn ihr euch den Stress teilt, ist es halb so schlimm. Ach komm, du willst doch bloß nicht, dass Simon so viel arbeitet. Marc, du hast Erfahrung in dem Bereich. Und Erfahrung muss man alleine sammeln. Ja, aber der Laden ist kein Testlabor. Der muss laufen von Anfang an. Das stimmt. Schonfristen sind in der Gastronomie nicht drin. Das weißt du als ehemaliger Barbesitzer. Aber nicht Simon. Traust du deinem Freund wirklich so wenig zu? Ich will einfach nur nicht, dass er wieder auf die Nase fällt. Ja, danke dir. Meine liebe Frau Obote, wie geht's Ihnen? Sie müssen sich ja schrecklich fühlen. Aber trösten Sie sich, Irren ist menschlich. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann... Ja, am besten Sie lassen Frau Obote jetzt in Ruhe. Ja, Sie haben recht. Sie haben sicher ganz andere Sorgen zurzeit. Wie zum Beispiel eine neue Wohnung. Ich muss mir... Frau Obote wohnt jetzt erstmal bei uns. Nein, ich störe euch nur. Ich gehe in die Pension. Ach, ja, aber der Fürstenhof hat doch auch schöne Zimmer. Wie Sie vielleicht wissen, verdient man hier nicht so fürstlich, dass man... Ja, richtig. Sie werden schon was finden. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute. Also, die kommt auch immer zum richtigen Augenblick. Und wie geht's unserer Braut, die sich nicht traut? Die wird gerade bei den Sonnenbichlers untergebracht. Länger? Zumindest für heute Nacht. Dann habe ich ja freie Bahn. Oder sollte ich besser sagen, wir haben freie Bahn? Sogar Platz für ihre Sachen, für den Fall, dass sie sofort zu ihm ins Zimmer ziehen möchte. Wo ist sie jetzt eigentlich? Im Fürstenhof habe ich sie nicht gefunden. Mein Vater hofft sogar, dass sie beide ab sofort zusammen sein können. Das ist doch völlig rücksichtslos Johann gegenüber. Ja, aber noch ist ja nichts in der Richtung passiert. Ja, und wenn, dann wird er sich als Sieger fühlen. Und so wie ich meinen Vater kenne, wird er es Johann jederzeit spüren lassen. Soll ich mal mit ihm reden? Nein, das mache ich schon. Hallo? Mama, wo bist du? Okay, dann komme ich gleich zu dir. Nein. Okay, ich verstehe, dass du alleine sein willst. Kein Problem. Gut, bis später. Tschüss. Sie ist bei den Sonnenbichlers. Dann lässt sie sich also Zeit. Das ist gut. Und Samir, selbst wenn sie sofort zu deinem Vater ziehen würde, ich meine, es ist ihre Entscheidung. Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken muss? An meinen Traum. Das Grab. Diesmal war es wirklich nur ein Traum, Samir. Das war keine Vorahnung. Es ist niemand gestorben. So, dann wünsche ich Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Wer von Ihnen ist die Ältere? Sie. 5 Minuten. Das sieht man aber gar nicht. Sehr zum Wohl. Hey, bist du im Stress? Ja, ziemlich. Das wird bestimmt nicht weniger, wenn du erst einmal die Bar hast. Victoria hat dich schon auf den neuesten Stand gebracht, ja? Wenn du einen guten Barkeeper brauchen solltest, du weißt ja, wo du einen findest, hey? Wieso denn? Ich sehe keinen. Du hast doch ganz klar gesagt, dass du raus aus dem Spiel bist. Ich hab's mir noch mal überlegt.
Ach so. Verstehe. Jetzt, wo mein Vater die Bar finanziert. Überhaupt nicht. Neues Risiko und schwupps, Herr Kohlweier ist wieder an Bord. Die Finanzierung ist mir doch völlig egal. Es geht nur um unsere Freundschaft. Kann doch nicht sein, dass wir uns wegen so einer blöden Sache verkrachen. Nicht wir haben uns verkracht, sondern du hast mich hängen lassen. Ich weiß. Das war nicht gerade eine Glanzleistung von mir. Und das ist dir plötzlich eingefallen, ne? Ja, genau. Na prima. Und was soll ich jetzt deiner Meinung nach tun? Keine Ahnung. Sag sowas wie Schwamm drüber oder Willkommen an Bord. Nein. Ich brauche niemanden, der sich bei mir ins gemachte Nest setzt. Das ist jetzt ein Beileidsbesuch. Wie geht's dir denn? Wie es mir geht? Das siehst du doch. Ausgezeichnet geht's mir. Das tut mir wirklich alles sehr leid für komm, dich. Komm, Alfons. Die Sprüche kannst du dir sparen. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch brauche. Ja, bevor du fragst, was ich hier mache, ich packe Veras Zeug. Damit hier nichts mehr ist, was mich an sie erinnert. Ist das nicht ein bisschen zu früh? Zu früh? Das hätte ich schon viel früher machen können. Das Kapitel Vera ist für mich beendet, ein für alle Mal. Dein ist mein ganzes Herz. Mein Gott, ist das eine verlogene Geschichte. Da haben wir oft genug drauf getanzt. Ich will den Kram nie wieder hören. Wahrscheinlich ist es am besten so. Ja, wenigstens sag's jetzt nicht. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich würde dir gerne irgendwie helfen. Ja, das kannst du auch. Hier. Nimm den ganzen Kram und bring ihn der Vera und sag ihr einen schönen Gruß zu mir. Ich will sie ja nie wieder sehen. Willst nicht noch mal eine Nacht drüber schlafen? Ja, gut dann. Servus. Ich muss los. Zur Vertragsunterzeichnung. Ja. Willst du vorher noch eine Tasse Tee? Komm, setz dich zu mir. Ich hätte dich heute Morgen nicht so anfahren dürfen. Es tut mir leid. Und, wie fühlst du dich? Jetzt vor deinem großen Schritt. Ganz gut. Bis auf die leichten Schweißausbrüche natürlich. Trotzdem schade, dass du Marc nicht mehr dabei haben willst. Was soll er denn machen? Mir die Stirn abtupfen, oder? Ich habe einfach das Gefühl, dass er dich gerne unterstützen würde. Ja, sicher. Wo das mit dem Geld geregelt ist. Simon, vorher hat er eben Angst gehabt, dass ihr das Finanzielle nicht hinbekommt. Victoria, wenn das wirklich so wäre, hätte er mir das klipp und klar sagen können, oder nicht? Ach komm, du weißt selbst, über Geld redet man nicht gerne. Warum nicht? Warum? Wir sind Freunde. Korrigiere, wir waren. Da kann man ja wohl ehrlich sein. Hey. Gib ihm noch eine Chance. Sag mal, hat er dir eine Gehirnwäsche verpasst? Kommst du darauf? Ja, irgendwas war doch. Oder warum bist du sonst so scharf drauf? Auf was? Ja, dass wir den Laden jetzt zusammenschmeißen. Sag mal, bleibst du lange in München? Mal sehen. Ja, wenn der Vertrag unterzeichnet ist, würde ich gerne noch in die Bar. In meine Bar.
Ich ruf dich an. Sehr. Ich kann Ihnen heute ganz besonders die Dorade empfehlen, vom Grill. Dankeschön. Lassen Sie sich Zeit. Ich würde gerne bestellen. Ja, ich sag dem Kellner Bescheid. Nicht nötig, ich möchte einfach nur einen Kaffee. Ich habe doch gerade gesagt, ich schicke Ihnen einen Kollegen vorbei. Sie wollen mich nicht bedienen? Nein. Das ist eine Frechheit. Das sehe ich anders. Jetzt bringen Sie mir verdammt noch mal meinen Kaffee. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie meinem Vater angetan haben? Privates und berufliches? Muss man trennen. Und Sie werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich das ausgerechnet heute mal nicht kann. Das wird Konsequenzen haben. Ich bin in Kürze Miteigentümer des Hotels und ich dulde keine unprofessionelle Arbeitshaltung. Soll das eine Drohung sein? Ein Kaffee, bitte. Holen Sie sich hier einen Kaffee an der Bar oder warten Sie, bis der Kellner kommt? Ha, lesen Sie schon mal die Stellenanzeigen. Für sich und für Ihren Vater gleich mit. Wissen Sie was, Herr Bote? Sie sollten froh sein. Komm, das bringt nichts. Lass mich nicht. Muss das so sein, dass immer einer auf der Strecke bleibt? Ich habe damals Felix wehgetan. Gregor hat Leonie das Herz gebrochen. Und Mama? War ihre Entscheidung richtig? Wird sie es irgendwann bereuen? Auf jeden Fall werde ich zu Johann halten. Da kann Papa sagen, was er will. Ja? Hallo, ich muss hier die Heizungsventile überprüfen. Ist das okay? Hallo, Herr Kronleitner. Ich kann aber auch später, also falls ich störe. Nein, nein, kein Problem. Super. Mein Freund hat mir schon gesagt, dass Sie der neue Haustechniker sind. Ja. Wie geht's eigentlich meinem Tisch? Also Ihrem Tisch? Bestens. Wird dreimal täglich einbalsamiert. Ah, das hat er auch nicht anders verdient. Sie haben hier wirklich einen richtig schönen Trainingsraum. Mhm. Ich habe gehört, Ihr Vater hat Ihnen den organisiert. Ja. Aha. Mein Vater wollte mir das Tanzen immer verbieten. Da haben Sie ja richtig Glück gehabt mit ihm. Er scheint Sie sehr zu lieben. Ja, ich weiß nicht. Bestimmt auf seine Art. Es gab ziemlich viele Auf und Abs zwischen uns. Aber ich will Sie damit nicht langweilen. Nein, nein, das interessiert mich sehr. So, Max, jetzt können wir ins Pause machen. Ich bringe nur noch schnell die Taschen weg. Welche Suite? Die Sonnbichler-Suite. Das sind die Taschen von der Frau Bote, die wohnt jetzt erst einmal bei uns. Ah ja, also soll ich sie zu Ihnen bringen? Nein, die nehme ich nach Feierabend selber mit. Es wäre nur schön, wenn Sie mir sie in den Gepäckraum stellen. Alles klar, mache ich. Danke. Sie sich Ihren Kaffee besser aufs Zimmer bringen lassen. Ich trinke meinen Kaffee da, wo ich will. Ich bin Ihr Gast. Sie sind hier kein Gast. Bezahle ich etwa nicht? Damit gehört mir bald der halbe Fürstenhof. Ganz toll für Sie, wunderbar. Aber genau sowas meine ich. Sie sind hier nicht einfach nur Gast. Seit Ihrer Ankunft ist hier einiges passiert. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich möchte nur, dass Sie fair bleiben, Herrn Gruber und seinem Sohn gegenüber. Aber Sie sehen doch, wie die beiden mich provozieren. Ja, ich sage ja auch nicht, dass das gut ist. Aber es ist irgendwo verständlich. Es tut mir leid, Dr. Bergmeister. Das hier ist ein Hotel und kein Strafgericht. Herr Tarasch hat kein Recht, mich so zu behandeln. Was wollen Sie denn noch? Vera hat Ihretwegen die Hochzeit abgesagt. Sie sind am Ziel. Wo wollen Sie hin? Nach draußen. Mir ist schwindelig. Ich brauche Luft. Und als mein Vater dann plötzlich hier aufgetaucht ist, das war ein ziemlicher Schock. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, wer weiß, vielleicht wird ja doch alles gut. Das wünsche ich Ihnen wirklich. So, ich bin fertig. Und ich habe Sie wirklich nicht gelangweilt? Nein, nein. Das ist eine krasse Geschichte. Ich meine, Ihr Vater will Sie mit jemandem verheiraten, den Sie nicht lieben. Das ist ja wie im Film. Manchmal frage ich mich, wieso ich ihm überhaupt verziehen habe. Sie lieben ihn, trotz allem.
Woher wollen Sie das wissen? Naja, man sieht es an Ihren Augen und man hört es in Ihrer Stimme, wenn Sie über ihn sprechen. Naja, dabei hat er sich ja gar nicht verändert. Er ist immer noch der... Der Vater, der sagt, wo es lang geht. Ich bin eine erwachsene Frau. Trotzdem, sobald ich in seiner Nähe bin... Naja, man bleibt immer irgendwie Kind. Ist das bei Ihnen und Ihren Eltern auch so? Ich denke mal, das ist bei allen Eltern so. Wir bleiben immer ihre Kinder und sie bleiben immer unsere Eltern. So ist es. Naja, aber ich glaube, man sollte irgendwann anfangen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Trotz riesigen schlechten Gewissen? Ja. Warten Sie mal ab, irgendwann sitzen Sie auf der anderen Seite des Tisches. Naja, irgendwann haben Sie selber Kinder und dann werden Sie wahrscheinlich Ihren Vater besser verstehen. Also ich muss jetzt wieder zu den Ventilen. Okay. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Hier, zieh die an. Was ist, wenn er jetzt doch plötzlich hier auftaucht? Angst? Sehe ich so aus? Ja. Keine Sorge. Also gleich wieder weg. Und komm wieder, wenn er weggeschlafen ist. Ist das das gleiche Mittel, mit dem du die Preisinger betäubt hast? Mhm. Okay, komm, dann lass uns jetzt gehen. Morgen wird er nichts mehr wissen. Mit der Preisinger hat es ja super funktioniert. Das Einzige, was Herr Obote morgen weiß, ist, der Diamant ist weg. Den Wunsch können Sie mir nicht abschlagen. Ist er? Der ist auch um diese Zeit sonst immer auf der Terrasse. Ja, sonst. Ein Glas Wein als Dank. Dafür, dass ich mit Ihnen gestritten habe. Als Entschuldigung. Ich habe ein wenig die Fassung verloren, aber Sie und die frische Luft haben mich wieder auf den Boden gebracht. Gut, aber ich müsste jetzt wirklich gehen. Bei uns in Uganda ist es eine schwere Beleidigung, wenn man eine Einladung ausschlägt. Also gut, aber nur ein Glas. Ach, mein Chateau de Grisons. Wie immer dekantiert und pünktlich aufs Zimmer gebracht. Das ist mein kleines Abendritual. Zum Wohl. Zum Wohl. Das ist doch... Ich weiß gar nicht... Als ob ich es nötig hätte, mich ins gemachte Nest zu setzen. So ein Quatsch. Ich an Simons Stelle hätte auch Nein gesagt. Aber wir sind doch keine kleinen Kinder mehr, verdammt nochmal. Ich kenne ja jemanden, der sich ziemlich kindisch aufführt, seitdem er verliebt ist. Es haben sich auch schon Leute totgerührt. Warum lässt du denn das alles mit dir machen? Ja, okay, du bist verliebt, aber irgendwo muss mal Schluss sein. Mensch, Marc, du warst doch früher nicht so ein Weichei. Kannst du vielleicht einmal für 5 Minuten die Klappe halten? Schlecht. Ich bin mal gespannt, was deine Victoria... Sie ist nicht meine Victoria. Leider. Dass deiner Victoria als nächstes einfällt. Vielleicht, dass du einen Taxischein machst, um Simon nachts zu ihr nach Hause zu fahren. So weit kommt's noch. Oder dass du ein Security-Unternehmen gründest, damit ihrem Herzblatt nichts passiert. Man hört ja so einiges über das Münchner Nachtleben. Hast du sonst noch irgendwelche seltenen, blöden Einfälle? Du musst Victoria mal eine klare Ansage machen. Ja, Frauen stehen darauf, wenn man ihnen mal zeigt, wo der Hammer hängt. Habe ich das nötig? Ja. Ich muss mir überlegen, wo ich mit Vera leben möchte. Das sollten Sie vielleicht gemeinsam entscheiden, oder? Als Miteigentümer des Fürstenhofes muss ich natürlich vor Ort sein. Auf der anderen Seite zieht es mich zurück nach Uganda. Das ist meine Heimat, das sind meine Wurzeln. Der Chateau de Grisons schmeckt ein wenig anders heute. Mir fehlt der Vergleich. Ich sollte ihn zurückgehen lassen.
Herr Bote, vielen Dank für den Wein. Ich werde jetzt mal nach Hause gehen. Jetzt schon? Nein. Sie müssen noch bleiben. Ich möchte mit Ihnen über Samir sprechen. Was wollen Sie denn wissen? Werden Sie meine Tochter heiraten? Herr Bote, wenn es soweit ist, werden Sie es ganz sicher als Erster erfahren. Und ich kann sicher sein, dass es Ihnen nicht darum geht, eine reiche Frau zu heiraten? Also, ja, das kann nicht wahr sein, oder? Jetzt haben Sie gerade den einen Streit hinter sich gebracht. Jetzt brechen Sie direkt den nächsten vom Zaun. Man wird doch wohl fragen dürfen. Erstens will Samir ihr Geld überhaupt nicht. Sie will es trotzdem eines Tages erben. Und zweitens habe ich Ihre Tochter schon geliebt. Da wusste noch gar niemand von Ihrem Diamanten. Ist Ihnen nicht gut? Ich fühle mich irgendwie benommen. Der Wein. Mit dem Wein stimmt etwas nicht. Hat jemand was reingetan? Schlafmittel. Gift. Sie waren es. Das ist doch Unsinn, Herr Bote. Es geht Ihnen doch nur ums Geld. Nein. Sie wollen nicht, Samir. Sie wollen meinen Diamanten. Herr Bote, was soll das denn jetzt? Bitte. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die Vera bei uns schläft. Was sollen denn die Taschen? Hallo, haben wir Besuch? Ja, die Frau Obote wird ein paar Nächte bei uns bleiben. Die Hochzeit ist geplatzt, ich weiß schon. Also der Johann wäre bestimmt nicht begeistert, wenn er wüsste, dass die hier ist. Na, was hätte ich denn machen sollen? Auf der Straße stehen lassen? Ich darf doch, oder? Ja, ja. War denn in der Pension nichts mehr frei? Vera ist unsere Freundin. Ja, und der Johann ist unser Freund. Also seine Fassfrau darf hier bei uns übernachten und er muss alleine zu Hause sitzen? Also Ben? Ja, und wir können ihn nicht einmal einladen, solange sie hier ist. Für ihn ist doch die ganze Sache ganz klar viel härter als für Sie. Ben, jetzt halt dich da mal raus. Das kann man so nicht sagen. Tragisch ist es für beide. Aber es ist ja auch nur für ein paar Nächte. Ja, vielleicht ist es trotzdem besser, wenn der Johann nichts davon erfährt. Ich werde es ihm nicht auf die Nase binden. Bestimmt nicht. Schläft tief und fest. Wo ist jetzt der Diamant? Den haben wir gleich. Wacht auf! Was machen Sie hier? Sie wollen mich bestehlen. Fiona! Bitte? Magst du? Nein, danke. Umso besser. Bleibt mehr für mich übrig. Wie war dein Tag? Normal eigentlich. Und deine? Entschuldige. Tarasch? Simon, wo bist du? Noch in München. Ja, mit dem Vertrag hat alles geklappt. Ich bin jetzt in der Bar. Der Laden ist voll. Hier ist jede Menge zu tun. Und das heißt? Ja, ich glaube, ich schlafe hier. Es gibt da so ein kleines Hinterzimmer. Das fängt ja gut an.
Ich nehme dann morgen einen frühen Zug. Ja, aber genau das waren meine Bedenken. Du machst die Bar und wir sehen uns kaum noch. Lass uns morgen darüber reden, ja? Ja. Okay, dann schlaf gut später. Du auch. Simon bleibt heute Nacht in München. So ist es also. Es ging dir die ganze Zeit nur um deine Beziehung. Ich war bloß dein Spielball. Erst sollte ich bei der Bar aussteigen, damit Simon das Projekt auffallen lässt. Und dann wieder einsteigen, damit er möglichst viel Zeit für dich hat. Das stimmt nicht. Und anstatt offen mit mir darüber zu reden, schiebst du mich einfach nur rum, wie es dir gerade passt. Ich wollte es nicht. Du hast mich die ganze Zeit nur benutzt. Es ging dir nie um Simon, sondern nur um dich. Marc, bitte, lass mich das erklären. Ich glaube, da gibt es nichts zu erklären, oder? Und was machen wir jetzt mit ihm? Spült die Karaffe und die Gläser. Chateau Crisange. Ohne Nebenwirkungen. Einen Arzt holen. Da liegt doch einer. Und wenn er jetzt tot ist? Dann braucht er auch keinen mehr. Los, füll den Wein in die Karaffe. Was machst du denn da? Falls es Ärger gibt, sollten schon Fingerabdrücke dran sein. Nichts wie weg jetzt. Wenn er jetzt tot ist. André, ich hab das echt nicht gewollt. Ich hab solche Angst, weißt du. Fürs Kumpel ist es jetzt zu spät. André. Komm. Was ist denn, ob er noch lebt? Jetzt reiß dich zusammen! Ich bin nämlich ganz unten. Werner? Max? Ich bin's. Hat mein Mann, Herr Saalfeld, eine Nachricht für mich hinterlassen? Ah, danke, er hat sich erledigt. Er kommt gerade rein. Du hast mich gesucht? Ja. Wo hast du denn gesteckt? Ich war spazieren. Mir die Zeit zu vertreiben, bis du kommst. Ganz allein im Dunkeln. Der Himmel ist so klar. Ich habe nach dem großen Wagen geschaut. Das haben wir früher oft gemacht. Hm? Damals, als wir uns gerade kennengelernt hatten. Mit dir wäre es auch viel schöner gewesen. Magst du ein Glas Wein? Gerne. Danke. Weißt du denn schon, wann du nach Afrika zurück willst? Ich genieße erst mal hier zu sein. Ich genieße es auch. Trotzdem macht mich der Gedanke, dass du nach Afrika zurückgehst, irgendwie traurig. Irgendwann muss ich fliegen. Aber wolltest du mich nicht begleiten? Ja, das würde ich auch tun. Werner. Der Gedanke ist verlockend, hm? Aber mal ehrlich, hier fühlst du dich doch viel wohler. Und ich komm ja auch wieder. Versprichst du mir etwas? Was denn? Dass du, wenn du in Uganda bist, jeden Abend zum großen Wagen hochschaust? Mach ich. Du auch? Ich auch. Jede Nacht.
Herr Bote. Herr Bote, hey. Herr Bote? Papa? Lass uns noch mal in Ruhe reden. So. Was ist passiert? Was ist mit meinem Vater? Papa? Papa? Er ist tot. Jana Schneider, Kriminalpolizei Bad Tölz. Die Spurensicherung. Warum das denn? Anscheinend glaubt sie nicht, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Ein Mord. Das hat uns gerade noch gefehlt. Du hast ihn umgebracht. Lehrer. Er war's, er hat Joshua umgebracht. Du bist schuld, du hast mich zur Mörderin gemacht. Aber du und dein dämlicher Diamant. Das hast du nur davon. Er ist tot und ich muss ins Gefängnis. Das würde doch bedeuten, dass Joshua Obote musste wegen eines wertlosen Glasscheibens sterben.